Ratet mal, wer wieder da ist. Der Kanal Feengard hat aktuell 19 Videos, die er in Bezug zu mir gemacht hat. Gucken wir uns die Videos mal an. Ich erkenne hier ein Video, das mit Thomas nichts zu tun hat, weil Thomas damit eigentlich nur das Material von jemand komplett anderem hochgeladen hat. Mindestens zwei Videos, die mit Thomas nichts zu tun haben, weil es dabei ausschließlich um Religion geht, also das ganze Homosexualität, Zensur, bla, hat hier überhaupt nichts zu tun, was er eigentlich anspielen möchte. Eins davon ist ein 30 Sekunden Mitteilungsvideo, in dem ich einfach nur sage, ich mache selten Videos, weil Leute mich aufregen. Und eins von den Videos ist ein 16 Minuten Labervideo, in dem ich mich über menschliche Natur und sonst irgendwas auslasse, wobei Thomas vielleicht 10 Sekunden des eigentlichen Themas einnehmen, weil er eine blöde Frage gestellt hat, die mich auf die Idee zum Video gebracht hat. Verblüffenderweise ist nicht ein einziges Video davon jemals zensiert worden. Nein, dafür wurde eins von meinen Videos wegen Rassismus gefleckt, wegen einem Hitlerwitz. Ich habe momentan einen Zweig von Netzwerk C drin und Rainer Schauder es geschafft, eine Weile meinen Kanal zu suspendieren, weil ich mich über ihn lustig gemacht habe. Jeder hat hier das Problem, dass Videos gestrikt werden können. Während meine Videos massenhaft zensiert worden sind. Ich finde das Rechtsverständnis auf YouTube sehr sonderbar. Sobald man die Homosexualität kritisiert, werden die Videos zensiert, weggemacht. In diesem Bezug ist YouTube sehr schnell drin. Das ist auch der Grund, warum auf YouTube so gut wie keine Kritik an der Homosexualität existiert. Ah, also gibt es keine Videos von Leuten wie Klagemauer, die sagen, dass es eine homosexuelle Agenda gibt und dass Homosexualität eine Krankheit ist und was glaubst du, woher ich die ganzen Videos bekomme, auf die ich hier antworte, du Vollidiot? In einer Demokratie existiert immer ein Gleichgewicht in Bezug der Befürworter und Gegner. In einer Diktatur gibt es nur Befürworter. Und in Bezug der Homosexualität gibt es auf YouTube nur Befürworter. Der Kanal Feengard auf YouTube ist das beste Beispiel, dass es sich hierbei um eine Diktatur handelt. Ja, dieser 300-Abonnenten-Kanal auf YouTube ist der eindeutige Beweis, dass die gesamte Gesellschaft für Homosexualität ist und diese ganzen Anti-Gay-Demos existieren überhaupt nicht. Wieso darf er Leute verspotten, beschimpfen, während jegliche Kritik an der Homosexualität wegzensiert wird? Das Rechtsverständnis auf YouTube ist doch sehr interessant. Das Rechtsverständnis in der Gesellschaft in Bezug der Homosexualität ist wirklich interessant. Es handelt sich hierbei eindeutig um eine Diktatur der Homosexuellen. Okay, kannst du mir bitte aufzeigen, wo ich folgende Dinge gesagt habe? Christen sind schuld am Niedergang der Gesellschaft. Christen sind abnormal. Christen sind widerlich. Christen sollten in psychiatrische Heilanstalten eingewiesen werden. Och, die Sachen habe ich gar nicht gesagt. Warum vergleichst du dich dann mit mir? Aber ich werde mir meinen Mund nicht verbieten lassen. Weder von Feengard noch von irgendwelchen Homosexuellen und deren Lobbyisten. Ich mache meinen Mund auf. Gratulation, du hast endlich verstanden, dass es ein Recht auf freie Meinungsäußerung gibt. Jetzt der Haken. Du hast das Recht, deine Meinung frei zu äußern und ich habe das Recht, meine Gegenargumente frei zu äußern. Leute haben nicht die Pflicht, dir zuzuhören und haben nicht die Pflicht, dir zuzustimmen. Wenn Leute deine Meinung nicht mögen, werden sie was dagegen sagen. Das fällt auch unter freie Meinungsäußerung. Und nur um jetzt mal am Rande zu sagen, du Firni, warum machst du eigentlich ein Video über Thomas? Du wolltest ihn nur ignorieren, bupdi-bupdi-bu. Das war nicht nur das. Das hier war das erste Video auf seinem Kanal mit meinem Namen drin. Und das zweite Video kam nicht ganz einen Tag später mit dem wunderschönen Titel. Haltet euch fest, Schleilock, alles wird lustig. Der schwule Firngard und seine Drecksschergen. Ich hab Schergen? Bin ich Sauron oder. Egal, ab das Video. Das ist eine Videoantwort an Zeldricon Let's Play. Aber das ist mein Name im Titel. Ich weiß, dass du in deinem nächsten Video wieder rumkacken wirst. Der hat mein Logo geklaut. Ich spule mal ein bisschen vor, vielleicht komme ich ja gleich noch dran oder. Und dieser Link führt zu einem Video. Und dieses Video ist auf dem Kanal Friedrich Hirnheimer. Und willst du wissen, wer Friedrich Hirnheimer ist? Ein Rätsel, da muss sich Onkel Hirni aber wirklich anstrengen. Das ist Firngard. What? No. Und Firngard ist homosexuell. Machst du das bei jedem so oder nur bei mir? Also du sitzt mit Schamal an der Bar und auf einmal kommt dann ein Kumpel von dir an. Hey Steve, das ist Schamal und jetzt sieh rüber. Übrigens, er ist schwarz. Aber was hat dein Kanal mit dem Kanal Die Stimmen aus dem Off zu tun? Eine ganze Menge.
Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass du zu den Firngards Dreckschergen gehörst. Warte, ich hab Schergen? Ich bin der Overlord! Okay, mit pinkem Cape und passender Rüstung, aber ich bin der Overlord! Thomas, du weißt schon, dass ich von jetzt an meine Abonnenten als Schergen bezeichnen werde, oder? Oh, das wird so gut. Was hat das Video Thomas, ich war Pedro, was auf dem Kanal Friedrich Hirnheimer ist, was natürlich der Zweitkanal von Firngard ist, mit dem Kanal von den Stimmen aus dem Off zu tun? Also Stimmi hat sich ja damals genauso wie ich mit dir beschäftigt und hat halt das Video runtergeladen, genau wie ich. Und seitdem gammelte das bei uns rum. Niemand wusste, was man damit anstellen soll, und als du dann irgendwann was extrem Radikales gegen Pädophile gesagt hast, habe ich mir gedacht, na, fuck it, das hau ich mal einfach wieder raus, kann nur lustig werden. Und ja, du gehst drauf ab wie ein Zäpfchen. Das Seltsame ist, dass nach 2 Jahren dieses Video immer noch existiert. Und in wessen Händen liegt das? In der Hand von Firngard und seine Dreckschergen. Aber die haben natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Nein, wie käme man denn dazu? Die haben natürlich nichts damit zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Firngard homosexuell ist und es nicht ertragen kann, dass jemand das kritisiert. Ich habe dir mehrfach gesagt, dass du alles Recht dazu hast, deine Meinung zu äußern und dass ich dagegen bin, deine Videos zu zensieren und zu flaggen. Alles, was ich mache, ist mein Recht zu nutzen, meine eigene Meinung äußern zu dürfen. Was zum Fick ist los? Ich habe keine Ahnung, wer deine Videos flaggt. Warum bin ich hier die Hassperson für dich? Und dieses Video dient hervorragend, um mich mundtot zu machen. Aber das zieht heute bei mir nicht mehr. Nur für die, die die ganze Geschichte nicht kennen. Es gab mal einen Typen, der gesagt hat, man sollte Pädophile, die Kindern nichts getan haben und somit unschuldig sind, nicht einfach grundlos lynchen. Woraufhin Thomas mit der tollen Aktion kam, doch sollte man. Was du hier machst, ist ja Bekräftigung der Pädophilie und wird zu Kinderehen führen und babababa. Worauf ich kam mit einem Haufen Argumente, einem Antwortvideo und als kleinem Nachtrag nicht ganz 20 Sekunden aus diesem Video, was Thomas sich seit Wochen aufregt. Dieses Ding wurde hier nicht als Knebel angewendet, dieses Ding wurde angewendet, wenn überhaupt, um deine Doppelmoral aufzuzeigen, Thomas. Meine Fresse, gehst du mir auf den Keks heute. Aber was hat das Video mit die Stimmen aus dem Off zu tun? Eine ganze Menge. Es gibt ein weiteres Video von die Stimmen aus dem Off. Dieses Video heißt, warum das alles? Kurze Erklärung, Raute 1. Dieses Video ist natürlich deutlich älter als diese beiden Videos. Aber was hat das Video, warum das alles, kurze Erklärung, Raute 1, mit dem Video Thomas, ich war Pedo zu tun? Ich werde es dir zeigen. Das Video, warum das alles, kurze Erklärung, Raute 1, von den Stimmen aus dem Off, ist nur melodisch unterlegt. Es ist doch verblüffend, dass ausgerechnet diese Melodie in dem Video Thomas, ich war Pedo auftauchte. Dass sich dieses Video um ein zusammengeschnipseltes Werk handelt, das aus verschiedenen Aussagen von verschiedenen Videos zusammengeschnipselt worden ist. Auf die Idee kommt natürlich keiner. Und wisst ihr, was noch erstaunlicher ist? Dass keiner von euch, weder du, Zellrikon, noch die Stimmen aus dem Off, noch irgendeiner von Firngards Dreckschergen, geschweige denn Firngard selbst, einen Beweis liefern kann, dass das Video auf meinem originalen Kanal Changing of the Life existiert hat. Diesen Beweis könnt ihr alle nicht liefern, weil ihr das nicht liefern könnt. Und dass dieses Video immer noch existiert, dient doch nur zu einem einzigen Zweck, um mich, Thomas, mundtot zu machen, damit ich nicht weiterhin die Homosexualität kritisiere. So läuft das Spielchen doch hier. Und das Verblüffendste ist, dass dieses Video in Firngards Händen liegt. Immer noch. Nach 2 Jahren. Und das wird immer wieder ausgekramt. Nur um mich mundtot zu machen. Aber das hat natürlich alles nichts mit Firngard und seinen Dreckschergen zu tun. Nein, überhaupt nicht. Weil Firngard ist ja nur homosexuell. Das macht ja alle nix. Ein Homosexueller darf das machen. Weil man darf ja die Homosexualität ja nicht kritisieren. So läuft das Spielchen hier. Und so werden die Kritiker ganz systematisch einfach mundtot gemacht, indem man einfach Tonspuren fälscht. Und sie dann entsprechend zusammenschnipselt und dann auf irgendwelchen anderen Kanälen hochlädt, um diesen Menschen entsprechend immer damit zu konfrontieren, damit er bloß die Schnauze hält. So läuft das Spielchen nämlich hier. Und zudem gehörst auch du, Zellrikon. Du bist definitiv einer von Firngards Dreckschergen. Und ich bezeichne dich als eine Dreckscherge. Weil ich mir das leisten kann, Schätzchen. Zensier's doch. Denn ich werde alles hier dokumentieren, was auf diesem Kanal geschieht, um dich bzw. Firngard immer wieder damit zu konfrontieren. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response, were you even close to anything that could be considered a rational thought? Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul. Also, du behauptest einerseits, dass weil 2 Videos ähnliche Musik haben und das angeblich zusammengeschnippelt wurde, auch wenn du dafür keine Beweise hast, dass das Video gar nicht von dir sein kann. Aber behauptest einfach aus dem Blauen heraus, dass ein Kanal mir gehört, nur weil der Hirn im Namen hat. Sind das 2 vollkommen unterschiedliche Beweisstandards oder werde ich gerade wahnsinnig?
Ich habe auf YouTube eines gelernt. Ich werde ein Arschloch sein. Schön, dass du endlich was gefunden hast, in dem du gut bist. Aber es gibt zwei Arten von Arschlöchern. Das sind zum einen die verlogenen Arschlöchern, zu denen Feengard und du gehörst und den Rest deiner Dreckschergen. Und es gibt die ehrlichen Arschlöcher. Und zu dem zähle ich mich. Also ich bin ein verlogenes Arschloch, weil das, was ich erzähle, dir nicht passt. Und du bist ein ehrliches Arschloch, weil du es gerne so hast. Okay, nur um euch mal klar zu machen, wie bescheuert es ist, dass ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ich beschäftige mich seit Jahren mit Vollidioten. Und diese Aussage ist so blöd und selbstverliebt, dass ich nicht weiß, was ich dazu sagen könnte. Mein Ziel ist es, dass weder du, Zeldrikon, noch Feengard, geschweige denn seine Dreckschergen, den Namen Thomas nie vergessen. Was? Ich werde dafür sorgen, dass sie den nie vergesst. Denn ich werde dafür sorgen, dass die Suppe immer schön warm gehalten wird, damit sie bloß nicht kalt wird. Alter, ich hatte dieses Jahr schon einen christlicher Massenmörder-Gag. Ich brauche nicht noch einen zweiten. Das mache ich aus Leidenschaft. Von mir aus. Fuck it, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kindergarten. Du mach deinen GZS-Scheiß mit Zeldrikon, ich mach mit dem Star-Wars-Typen weiter. Meine Fresse noch eins. Jesus fucking Christ.